Moin moin Leute, mein Name ist ReFazer und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem kleinen Video rund um den gestrigen Patch von Skill Special Force 2 und nicht nur, ich habe auch eine kleine Überraschung für euch, beziehungsweise möchte euch gerne zu Weihnachten was schenken, das sage ich aber ein bisschen später im Video. Erst einmal geht es darum, das haben mir gestern ein paar Abonnenten geschrieben, ich hatte es aber auch mitbekommen, Skill Special Force 2 hat gestern wieder einen kleinen Update bekommen, und zwar ein Weihnachtsupdate. Das erste seht ihr natürlich direkt im Launcher, dass das Ganze ein bisschen weihnachtlich gestaltet ist, aber es kam noch ein bisschen mehr. Ich gehe hier auf die Sachen ein, die mich interessieren, und das erste, was ich euch zeigen möchte, ist die Black Mamba. Ihr seht nämlich im Hintergrund schon, dass ich nicht mehr mit meinen Typen unterwegs bin, sondern ein Frauenskin habe. Was hat es damit auf sich? Es gibt drei verschiedene Skins, die ihr euch kaufen könnt. Einmal den Black Security Soldat, den Delta Scout und jetzt auch noch die Black Mamba Soldatin. Die könnt ihr euch auch nur mit Echtgeld kaufen und die sind auch gar nicht so billig. Und was bringen euch die? Eigentlich keine Vorteile vom Skill her, sondern einfach nur eine dauerhaft erhöhte XP, nämlich um 50%, und einen dauerhaft erhöhten Skillpoint-Zuwachs um 30%. Und ich habe mir gedacht, ey, ich spiele sowieso so oft und ich möchte euch auch immer was zeigen, wenn es was Neues gibt. Dann habe ich mir die Black Mamba gekauft und das Ganze hat mich knapp 25 Euro gekostet, weil die gibt es nur für 499 Cash. Dazu sage ich nachher noch ein bisschen was. Und ja, was hat dieser Update denn noch gebracht? Einen ziemlich genialen Spielmodus, eine Schneeballschlacht. Und ich finde einfach, Skill hat's drauf, einfach irgendwelche komische Spielmodi zu nehmen und das irgendwie richtig cool zu verpacken, wie bereits der Glasmodus, der ein bisschen abgedreht ist, den ich irgendwann hier mal ein bisschen genauer zeigen werde. So gibt es jetzt den Snowball-Fight-Modus und das ist nicht einfach ein Modus, wo ihr mit Schneebällen aufeinander losgeht. Nein, das Ganze ist richtig schön im winterlichen Look gehalten, also mit schneebedeckten Landschaften, mit einer Glatteisfläche, wo ihr auch wirklich hin und her rutscht, und ihr habt als Waffe nur ganz normale Schneebälle, davon 200 Stück, die ihr nie im Leben aufbrauchen könnt, denn vorher seid ihr schon tot, und Ziel ist es natürlich, die Gegner mit den Schneebällen zu treffen, aber das wäre ja langweilig, sag ich mal, wenn da nicht noch ein bisschen mehr wäre. Natürlich sind überall auf der Karte so kleine Geschenkpakete verteilt und die geben euch dann Steinschneebälle, die mehr Damage ausrichten, oder ganze Schneeblöcke, die den Gegner so richtig schön einen drauf brezeln, und ab und zu ist auch mal eine Shotgun drinne. Also ein sehr, sehr unterhaltsamer Spielmodus, finde ich total lustig, ist auch extrem gut befüllt gewesen. Also viele Leute haben das gespielt, ich habe es auch ein paar Mal gemacht. Dafür kriegt ihr auch ein bisschen Erfahrung, das heißt ihr levelt, aber Skillpoints gab es da nicht wirklich viele für. Fand ich jetzt aber auch nicht so schlimm, für mich ist das halt wie Glas einfach so ein richtig schöner Fun-Spielmodus. Das war aber nicht alles, was der Patch gebracht hat. Er hat auch noch eine neue Karte im Manhunt-Modus gebracht, also im PvE-Modus, die zeige ich euch hier aber nicht, weil der PvE-Modus von Skill ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber es ist nicht das, warum ich Skill spiele. Ich spiele es mehr wegen dem Multiplayer. Und hatte ich, wenn ich ehrlich bin, einfach keine Lust, irgendwie extra Manhunt zu spielen, um die Karte irgendwie auszuwählen. Es ist einfach die Single-Karte, also eine der Single-Karten bei Nacht. Sieht aber relativ cool aus. Was hat der Patch noch gebracht? Ein kleines Starter-Package für einige von euch, wenn ihr euch den kaufen wollt. Mit ein paar Waffen, eine Blendgranate, eine normale Granate, ein taktisches Messer und eine normale Handfeuerwaffe, also eine Pistole. Den habe ich aber natürlich nicht gekauft, denn ich habe ja schon einige Waffen, die ich ja für die Reviews alle mir gespielt oder gekauft habe. Aber dann gibt es jetzt auch noch einen AI-Modus und den finde ich sehr, sehr cool gemacht. Ihr könnt euch jetzt nämlich selber einen kleinen Raum erstellen und in diesem Raum könnt ihr einen Team-Deathmatch-Modus mit Bots erstellen. Ist cool gemacht, ihr könnt selber bestimmen, wie viele Bots da sind, da können auch normale Mitspieler mit rein. Und die Bots haben auch noch vier Schwierigkeitsgrade. Hier im Hintergrund seht ihr eins, wo der Schwierigkeitsgrad nicht unbedingt hoch war, wie man direkt merken kann. Und es geht über einfach, normal, schwer und super schwer. Und dieser Modus ist einfach sehr cool, um Waffen auszutesten, um für neue Spieler, damit sie sich die Maps in Ruhe angucken können. Und da waren auch sehr viele unterwegs, also wenn ihr zum Beispiel einfach mal mit ein paar Kumpels zusammenspielen wollt und es trotzdem voll haben wollt, könnt ihr das Ganze mit Bots voll machen und dann mit euren Kumpels dann unterwegs sein. Also finde ich eine coole Sache, eine coole Regelung. Und im Großen und Ganzen war es das, was der Patch gebracht hat, was aber ja gar nicht so wenig ist. Tja, das ist aber noch nicht alles, was ich in diesem Video euch zeigen möchte. Aus dem Grund zeige ich euch noch ein bisschen was von meinen ersten Spielzügen mit der Black Mamba als Charakter. Das seht ihr, First-Person-Ansicht ist es jetzt nicht so, dass ihr merkt, dass ihr mit einer Frau unterwegs seid. Ich wurde aber direkt angeschrieben, warum ich mit einer Frau unterwegs bin.
Habe ich dem dann erklärt, fand er auch ganz cool. Und ich finde, das ist so eine Sache, ja, wenn man das Geld investieren möchte, dann hat man halt so einen Skin, dann hat man die Boosts, aber mehr Vorteile habt ihr nicht. Also die Hitbox ist genauso wie bei anderen auch. Das heißt, bei Warface war das ja das Problem, die haben die Frauen wieder rausgepatcht, weil die Hitbox der Frauen kleiner war. Dadurch, dass die Frauen an sich ja ein bisschen schmaler dargestellt werden. Das war Skill 2 aber nicht so. Die Frauen haben genau die gleiche Hitbox, also habt ihr da keine Vorteile. Halt einen anderen Skin und die Boosts. Finde ich cool. Spielt sich aber genauso, also auch beim Aim oder sonst was, gibt es keinerlei Unterschiede. So, was wollte ich noch mit euch besprechen? Ich habe es ja in meinem letzten Video letzte Woche Sonntag war das Sonntag oder war Samstag? Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Wo ich euch ein paar Beta-Keys gegeben habe. Das war natürlich alles sehr kurzfristig. Und da habe ich euch auch gesagt, ja, ich würde euch schon gerne ein bisschen mehr geben. Es geht ja darum. Klar, ich mache YouTube, weil ich Spaß dran habe. Und vielleicht denken einige ein bisschen was anderes. Aber ich verdiene nicht wirklich Geld damit. Also man darf ja nicht darüber sprechen eigentlich. Aber bei mir ist es so, dass ich im Monat gerade mal zweistellig bin. Also mit der Werbung, die geschaltet wird. Ich bin ja in so einem Partnernetzwerk. Und es ist jetzt nicht so, dass ich dadurch irgendwie reich werde oder mir sonst was leisten kann. Und würde ich ein bisschen mehr verdienen, würde ich euch natürlich gerne mehr geben können. Das kann ich aber gerade nicht. Aber ich habe mir entschlossen, ich möchte mich für euch bedanken. Also ich mache ungefähr seit April jetzt YouTube wirklich aktiv. Und es wurde mit der Zeit ein bisschen mehr und ich zeige immer mehr und habe jetzt auch mittlerweile echt viele Abonnenten. Und ich möchte mich einfach mal bei euch bedanken, dass ihr mich abonniert habt und euch zeigen, dass mir das wirklich viel bedeutet. Und da habe ich mir gedacht, Skills Special Force 2 sind so die Videos, die bei mir zurzeit am meisten gesehen werden und wo viele immer drunter schreiben und wo ich jetzt auch super glücklich bin, dass ihr da wirklich drauf eingeht. Und, halt auf meine Waffen-Reviews und welche Waffen ich euch zeigen wollte. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte zwei von euch, mehr geht leider nicht, aber zwei von euch möchte ich den Black Mamba Skill schenken. Das sind so knapp 60 Euro, die ich dann investieren muss, aber das kann ich dann einfach einem Account schenken. Das heißt, ich kaufe diesen Item und schicke den als Geschenk und das möchte ich gerne machen. Und was müsst ihr dafür tun? Eigentlich nichts. Schreibt einfach in den Kommentaren, warum gerade ihr gerne diesen Skin haben wollt. Und ich werde euch aber Zeit lassen bis zum 23. Dezember. Also noch ein bisschen Zeit. Das Ganze soll euch dann sozusagen ein kleines Weihnachtsgeschenk von mir an euch sein. Und ich hoffe, es gefällt euch. Es tut mir natürlich leid, wenn einige meiner Abonnenten jetzt nicht unbedingt Skills Special Force 2 spielen. Aber hey, macht mit. Vielleicht ist das gerade der Grund, um damit anzufangen. In meinen Augen ist es ein echt cooles Ding für zwischendurch. Es ist schnell, man kommt gut einfach rein, es ist fair. Und es macht wirklich Spaß, wenn man so ein bisschen auf Ego-Shootern steht. Ich persönlich war ja vorher auch nicht so der Ego-Shooter-Spieler. Aber mittlerweile spiele ich ja doch recht viele und auch im Free-to-Play-Bereich gibt es da wirklich ein paar richtig coole Dinger. So, das ist eigentlich alles, was ich zu sagen habe gerade und ich hoffe wirklich, das gefällt euch. Viel mehr kann ich zurzeit leider nicht investieren. Ich arbeite wie jeder andere auch und es ist jetzt nicht so, dass das Geld bei mir aus den Bäumen wächst und ich würde euch gerne mehr geben können. Vielleicht kommt es mit der Zeit, vielleicht kriege ich wieder ein paar Beta-Keys, die bekommt ihr dann natürlich sofort. Eine Bitte habe ich nur an euch, ich freue mich immer wieder über Feedback, das heißt, auch wenn euch Videos nicht gefallen, schreibt mir gerne drunter, warum es so ist und worum ich euch auch bitten möchte und darauf aufmerksam machen möchte. Wenn ihr meine Videos mögt, freue ich mich natürlich und wenn ihr mich irgendwie unterstützen wollt, am besten könnt ihr es wirklich tun, erzählt anderen von meinem Kanal, zeigt denen meine Videos, postet die, liked die, denn nur so kann ich, sage ich mal, neue Abonnenten erreichen, dadurch kriege ich vielleicht auch ein bisschen mehr zusammen, was ich euch dann auch wieder zurückgeben kann. Und ich hoffe auch bald wieder einen kleinen Community-Event starten zu können. Dazu sage ich aber am Montag in einem kleinen Warspace-Video ein bisschen mehr dazu. So, jetzt war's das aber. Ganz schön viel gelabert mal wieder. Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ach ja, eine Sache habe ich doch noch. Ein Abonnent von mir hat mir jetzt vor unter meinem Armbrust-Video gepostet. Hey, könntest du mir nicht mal deine 10 Lieblingswaffen sagen? Und ich habe ja mittlerweile schon 14, 15 Waffen reviewed. Einige habt ihr noch nicht gesehen. Das ist nur vorbereitet, noch nicht live geschaltet. Und ich habe mir gedacht, das ist vielleicht doch so einen ganz, ganz netten Abschluss für das Ende des Jahres. Da arbeite ich jetzt dran, dass ich so ein kleines Video mit meiner Top 10 der Waffen, die ich bis jetzt gespielt habe, mache. Das wird ein kurzes Video, wo ich ein bisschen was sage, warum mir die Waffe gefällt. Ich sage mal, im Großen und Ganzen könnt ihr es dann in den einzelnen Reviews ja nachlesen, aber dann habt ihr das Ganze als eine kurze und knackige Liste, woran ihr euch eventuell orientieren könnt. So Leute, das soll es jetzt aber gewesen sein von mir mit diesem Video rund um Skills Special Force 2 und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video und bis dahin sage ich ciao, ich bin dann mal raus.